Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge Grundprinzip des Resonanzkreises. Also schauen wir uns zunächst einmal die Energie in einem Resonanzkreis an. Dann lernen wir in der Elektrotechnik einen Resonanzkreis mit komplexen Zahlen kennen. Wir schauen, was eine Resonanzfrequenz ist. Wir schauen uns die Kompensation dieser Resonanz an. Und am Schluss lernen wir zusätzlich als Kenngröße den sogenannten Kennwiderstand kennen. Nun, ein Resonanzkreis ist eine Kombination, in der Elektrotechnik zumindest, von Induktivität und Kondensator. Und wir schauen uns jetzt einmal eine solche Kombination an, wie hier in dem Bild, und gehen einmal von dem Startpunkt aus, dass der Kondensator geladen ist und es kein Strom fließt. Der Schalter ist also zunächst geöffnet. Beim Schaltzeitpunkt T0 schließt dieser Schalter und dann geht's los. Der Kondensator wird durch die Induktivität entladen. Der Strom nimmt langsam zu und immer mehr. Und wenn der Kondensator entladen ist, dann fließt ein ziemlich großer Strom durch die Induktivität, wie wir hier unten sehen können. Dieser Strom sorgt dafür, dass die Induktivität diesen Strom weitertreiben möchte. Das heißt, obwohl jetzt die Spannung am Kondensator 0 ist, treibt die Induktivität diesen Strom weiter. Das heißt, sie versucht, diesen Strom aufrechtzuerhalten. Und was passiert? Der Kondensator wird praktisch in der entgegenen Richtung wieder aufgeladen. Der Strom nimmt dadurch ab, aber die Spannung am Kondensator nimmt zu. Und irgendwann ist dieser Kondensator entsprechend andersrum aufgeladen. Wenn wir keine Verluste haben, dann ist er auf dieselbe Spannung wie vorher wieder aufgeladen. Dann ist der Strom insgesamt 0 und das Ganze fängt von vorne an, allerdings genau verkehrt rum. Das heißt, der Kondensator entlädt sich jetzt mit seiner negativen Spannung. Das heißt, der Strom wird entsprechend negativ. Dann, wenn die Spannung 0 ist, treibt die Induktivität den Strom weiter und dadurch wird der Kondensator dann wieder aufgeladen auf den Spannungswert, den er ursprünglich einmal hatte. Dann sind wir genau wieder in demselben Zustand wie vorher auch und es geht wieder von vorne los und so schwingt Spannung und Strom in diesem Resonanzkreis auf Dauer beliebig lange. Und erst wenn wir Verluste haben, das sehen wir später, dann wird diese Energie Stück für Stück aufgebraucht. Warum habe ich eben von Energie gesprochen? Nun, wir schauen uns einmal an. Im Startzeitpunkt ist der Kondensator geladen. Das heißt, in ihm steckt eine gewisse Menge Energie. Es fließt kein Strom durch die Induktivität, deswegen ist in der Induktivität in dem Moment keine Energie gespeichert. Der Strom nimmt aber zu, die Spannung nimmt ab und nach einem Viertel der Periode, also nach einem Viertel der Zeit, bis zu der der Ursprungszustand wieder erreicht wird, ist der Kondensator vollständig entladen. Das heißt, er hat keine Energie mehr. Aber der Strom durch die Induktivität ist maximal geworden. Das heißt, man kann es auch so betrachten, dass die komplette Energie vom Kondensator in die Induktivität übergegangen ist. In einem nächsten Schritt geht diese Energie von der Induktivität wieder in den Kondensator. Wenn er negativ aufgeladen ist, enthält er trotzdem dieselbe Energie wie vorher, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Und so pendelt die Energie von Kondensator zur Induktivität
jeweils in einer Viertelperiode hin und her. Das heißt, ein Resonanzkreis zeichnet sich dadurch aus, dass die Energie von einer Komponente zur anderen immer hin und her pendelt. Solche Resonanzkreise gibt es nicht nur in der Elektrotechnik, sondern ganz allgemein in der Physik, in der Natur. Ein Pendel, eine Schaukel ist ein Beispiel dafür, wie ein mechanischer Resonanzkreis aussehen kann. Und es gibt noch weitere Möglichkeiten, wie Energie von einer Komponente zur anderen hin und her wechselt. Denken Sie selber einmal drüber nach, vielleicht finden Sie das ein oder andere Beispiel. Gut, schauen wir mal, wie sich eine solche Kombination von Induktivität und Kapazität in der Elektrotechnik mit komplexen Zahlen berechnen lässt. Wenn wir sie in Serie schalten, können wir beides zusammen als komplexe Impedanz zusammenfassen. Wenn wir komplex rechnen, dann können wir aufschreiben, die Gesamtimpedanz ist also Blindwiderstand von Induktivität plus Blindwiderstand der Kapazität. Aber wir dürfen natürlich das komplexe J nicht vergessen, sodass hier steht J Omega L plus 1 durch J Omega C. Wenn wir jetzt das J von beiden Komponenten nach vorne ziehen, also ausklammern, dann müssen wir 1 durch J Omega C mit J multiplizieren und Achtung, dann bekommen wir ein Minuszeichen vor den Term 1 durch Omega C. Das heißt, unterm Strich gesehen ist die Gesamtimpedanz, die wir hier erhalten, Blindwiderstand der Induktivität minus Blindwiderstand der Kapazität. Das heißt, grundsätzlich gilt, die Gesamtimpedanz dieses Serienresonanzkreises ist für jede Frequenz immer kleiner als der Blindwiderstand der Einzelkomponenten. Weiterhin bedeutet das, dass wir einen Punkt finden, für den die Gesamtimpedanz sogar null ist. Nämlich dann, wenn der Blindwiderstand der Induktivität genauso groß ist wie der der Kapazität. Dann heben sich beide auf und rein rechnerisch gesehen ergibt sich dann eine Gesamtimpedanz von 0. Und die ergibt sich tatsächlich auch mehr oder weniger in der Praxis. Für dieses 0 ergibt sich dadurch, wenn wir die Frequenz durchvariieren, für eine bestimmte Frequenz, bei der nämlich genau diese Bedingung gilt, Blindwiderstand induktiv gleich Blindwiderstand kapazitiv. Diese Frequenz nennen wir Resonanzfrequenz. Und, oh Wunder, es ist genau die Frequenz, die sich einstellt, wenn wir einen solchen Schwingkreis frei pendeln lassen, wie wir das in der vorherigen Folie schon gesehen haben. Schauen wir uns einmal diesen Punkt etwas genauer an, wie schon gesagt. Der Imaginärteil, also die Gesamtimpedanz für die Resonanzfrequenz ist gleich 0. Das heißt also, die Blindwiderstände von Spule und Kondensator sind gleich groß. Das ist die Grundbedingung für die Berechnung der Resonanzfrequenz. Deswegen sollten Sie sich diese Bedingung unbedingt merken, am besten sogar auswendig. Daraus können wir jetzt ableiten, wie groß denn diese Frequenz im Detail ist. Wir setzen beide Blindwiderstände gleich und lösen dann diese Gleichung nach der Kreisfrequenz auf und bekommen dann das also die Kreisfrequenz, für die das gilt, 1 durch Wurzel mal LC ist. Und wenn wir dann das Ganze noch durch 2π teilen, um tatsächlich die Resonanzfrequenz herauszubekommen, dann bekommen wir die allgemeine Gleichung für die Resonanzfrequenz eines Schwingkreises Fr gleich 1 durch 2π mal Wurzel Lc. Diese Gleichung, meine Damen und Herren, ist mindestens so wichtig wie das Ohmsche Gesetz. Ich möchte Sie eigentlich gerne nachts um 3 Uhr anrufen können und Sie fragen, wie lautet die Gleichung für die Resonanzfrequenz eines Schwingkreises? Und dann sollten Sie, auch wenn Sie schlaftrunken sind oder gerade von einer Party zurückkommen,
antworten können: 1 durch 2 Pi Wurzel LC. Ja, was kann man damit machen? Also, wir haben gesagt, in der Resonanzfrequenz ergänzen sich L und C zu einem Gesamtimpedanz von 0. Das können wir ausnutzen. Zum Beispiel gibt es Fälle, bei denen wir eine Last über eine Zuleitung versorgen möchten und diese Zuleitung hat vielleicht einen sehr großen induktiven Anteil. Beispiel dafür wäre eine induktive Energieübertragung, eine kontaktlose Energieübertragung, da tritt so etwas auf. Und jetzt haben wir natürlich diesen Blietwiderstand der Induktivität, der uns praktisch den Strom begrenzt und dafür sorgt, dass wir nicht beliebig viel Leistung aus unserer Quelle herausziehen können. Dem kann man abhelfen. Wir können nämlich in Serie einen Kondensator hinzuschalten. Und wenn wir diesen Kondensator auch noch so bemessen, dass sich bei Betriebsfrequenz der Blindwiderstand von L und C gerade kompensieren, dann fällt praktisch die Induktivität der Zuleitung weg. Das heißt, rein theoretisch können wir auf die Weise aus der Quelle unbegrenzte Leistung beziehen, sofern diese Quelle das natürlich kann. Und wir haben natürlich jetzt noch nicht berücksichtigt, dass auf der Leitung auch ohmische Verluste auftreten. Die können wir auf diese Weise leider nicht ohne weiteres kompensieren. Aber wenn die induktiven Anteile zunächst einmal den Strom limitieren, können wir auf die Art und Weise deutlich mehr Leistung aus einer Quelle herausziehen. Das macht man tatsächlich in induktiven, kontaktlosen Übertragungsgeräten, wie Sie das bei uns an der Technischen Hochschule in diesem Semester im Praktikum auch noch kennenlernen werden. Aufgepasst! Wir haben natürlich jetzt hier an unserer Kombination praktisch von außen gesehen keine Spannung anliegen. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Komponenten an sich keine Spannung hätten. Denn es fließt ja weiterhin Strom durch die Induktivität und durch die Kapazität. Das heißt, im Resonanzfall entsteht sowohl an der Induktivität als auch an der Kapazität eine möglicherweise ziemlich hohe Spannung. Es fließt ja sogar noch viel mehr Strom, als sonst fließen würde. Das heißt, die Spannung ist deutlich höher als sonst. Und das bedeutet, dass wir zwar von außen es nicht direkt sehen, aber in dem Resonanzkreis, in den Komponenten sehr hohe Spannungen entstehen könnten, die vielleicht sogar die Komponenten zerstören können. Das heißt, bei einer solchen Kompensation müssen wir genau rechnen, wie hoch kann die Spannung sein, um die Komponenten entsprechend auswählen zu können. Das heißt, behalten Sie immer im Kopf, bei Resonanz haben wir außen vielleicht eine kleine Spannung, aber intern kann es sein, dass wir sehr hohe Resonanzspannungen erhalten. Wir kommen jetzt noch zu einer weiteren Kenngröße, dem sogenannten Kennwiderstand oder auch charakteristischer Widerstand. Ich muss dazu sagen, dass diese Größe nicht überall gelehrt wird und in manchen Lehrbüchern auch gerne darauf verzichtet wird. Ich finde sie sehr hilfreich, denn dieser Kennwiderstand ermöglicht uns, Berechnungen zunächst einmal zu machen, ohne dass wir die Details von einem Resonanzkreis kennen. Warum brauchen wir die? Nun, ganz einfach. Schauen wir uns einmal verschiedene Resonanzkreise an. Zum Beispiel diesen Resonanzkreis, den ich hier dargestellt habe, beispielsweise mit einer Induktivität von 1 Millihenry, einer Kapazität von einem Nanofarad und die Resonanzkreisfrequenz wäre dann genau 10 hoch 6 mal pro Sekunde. So. Jetzt können wir aber einen zweiten Resonanzkreis bauen, der dieselbe Resonanzfrequenz hat, aber einen Kondensator von 10 Nanofarad hat. Achtung, das ist eine der beliebten Klausuraufgaben aus dem Teil A, die auch häufiger vorkommen.
Das heißt, so etwas sollten die zügig rechnen können. Ganz konkret würde in diesem Fall dann tatsächlich die Induktivität vielleicht 0,1 Millihenry sein, sodass wir dann dieselbe Resonanzfrequenz haben. Wir können beliebig viele Resonanzkreise bauen, die eine Resonanzkreisfrequenz von 10 hoch 6 pro Sekunde haben. Ja, jetzt können Sie sagen, wie unterscheiden die sich? Nun gut, wir haben tatsächlich unterschiedliche Ls und unterschiedliche Cs, also unterschiedliche Blindwiderstände. Und das ist praktisch letzten Endes das, womit wir als zweite Kenngröße außer der Resonanzfrequenz solche Resonanzkreise unterscheiden. Nämlich, wir definieren den Kennwiderstand als den Blindwiderstand einer der beiden Komponenten bei Resonanzfrequenz. Wir können uns aussuchen, ob wir den Blindwiderstand der Induktivität oder der Kapazität nehmen. Bei Resonanzfrequenz sind die ja eh gleich groß. Sodass Sie also in einer Aufgabe, in der dann eben eine Induktivität gegeben ist, die Resonanzfrequenz gegeben ist, im Grunde schnell den Kennwiderstand hinschreiben können. Wir können aber auch beides zusammenfassen und den Kennwiderstand unabhängig ausrechnen davon, ob wir die Resonanzfrequenz kennen oder nicht. Und dann erhalten wir die Gleichung, die hier unten abgebildet ist, nämlich dass die charakteristische Kenngröße ZC, das C steht für charakteristisch, sich berechnen lässt aus der Wurzel aus der Induktivität geteilt durch die Kapazität. Das ist eine reelle Größe in Ohm, genau wie Blindwiderstände ja auch reelle Größen sind. Also merken wir uns nochmal, der Kennwiderstand unterscheidet einen Resonanzkreis bei derselben Resonanzfrequenz und berechnet sich eben aus dem Blindwiderstand einer der beiden Komponenten bei Resonanzfrequenz oder eben aus Induktivität durch Kapazität, daraus die Wurzel. Ja, damit haben wir für den Resonanzkreis schon zwei Kennwerte, nämlich Resonanzfrequenz und Kennwiderstand. Damit möchte ich für heute bewenden lassen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.